Die letzte Folge ist für mich 2 Millisekunden her. Und wir suchen direkt weiter nach Giovanni. Ich glaube, hier waren wir schon. Ich frage mich, ob wir hier irgendwie mit System durchgehen sollen oder... Top Ether! Ich glaube, das heilt AP. Was? Gegen dich haben wir noch nicht gekämpft? Als Oppi in meinen Sack. Also ich habe hier einen Sack neben mir stehen und da sind Sachen drin und auch mein Oppi. Ne? Naja, glaubt ihr mir, oder? Glaubt mir einfach, dass hier ein Sack mit meinem Oppi neben mir steht. Glaubt ihr mir nicht? Glaub ich euch. Ob das paralysieren würde. Ich meine, Giftblick-Paralyse. Unslogik. Egal, tot. Jetzt würde ich gerne noch mal wieder zu Schwester Joy. Und danach machen wir weiter. Hypno. Als ob der direkt angreifen kann. Okay, ich wechsle doch. Angriff steigt. Siedewasser! Diese Animation gefällt mir nicht. Naja. Dann Tackle. Nee, und? Ich glaube, Biss wäre sehr effektiv. Vor allem, er steigert seinen Angriff und macht eine Spezialangriffattacke. Glaube ich. Ja, hätte ich das mal gleich gemacht. Ich glaube, Schwester Joy war im Stockwerk 7. Ah, das ist jetzt das Stockwerk, wo wir angefangen haben. Okay, hier ist sie nicht. Dann war sie wahrscheinlich ein drüber. Ja. Hallo? Der nächste. Bam.
vergiftet. Noch ein Eisi, komm! Kill! Him! Und dann geht's direkt wieder zu Schwester Joy, weil das dann auch keinen Unterschied macht. Ich würde jetzt gerne auf YouTube nach. Oh, Apollo. Gegen Geist haben wir auch keine Ahnung. Ich weiß, dass Kampf sehr effektiv gegen Geist. Nein. War Geist nicht irgendwie. Okay. Ich kenne mich mit dem Spiel nicht aus und ich bin ganz schön erschöpft irgendwie. Ich hätte nie gedacht, dass. Als ich mir überlegt habe, dass ich YouTube mache. Nie gedacht. Endlich! Ich will auf jeden Fall, dass dem nächsten Pokémon, ich weiß nicht, wie ich darauf komme, dass dem nächsten Pokémon auf jeden Fall das so beibehalten, dass man die Pokémon auf der Map sieht. Weil es erleichtert einem das fucking Life. Ich glaube, hier bin ich schon relativ richtig. Ja, hier ist Humorus. Kein Schritt weiter. Ah, oh, der Fernseher geht gleich aus. Nicht schon wieder der. Mich werdet ihr nicht so schnell los. Ich kann auf keinen Fall zulassen, dass ihr bis zum Boss kommt. Was? Zum Boss? Hast du etwa? Giovanni ist hier? Der Busch von die Rocket hält sich also in diesem Gebäude auf? Der ist doch klar. Dann ist klar, was wir zu tun haben. Geh, mein Popo. Das ist deine Chance, sie zu besiegen. Du kriegst es mit mir zu tun, alter Mann. Da war noch ein Item. Nein, das wollte ich nicht. Ich dachte schon fast, wir müssen gegen Atlas kämpfen. Top Block Parfüm. Das hat bestimmt gute Qualität. Bleib sofort stehen, du Rotzlöffel. Der Boss steckt gerade mitten in einem wichtigen Gespräch, klar? Wenn du glaubst, dass wir dich da einfach reinspazieren lassen, hast du dich geschnitten. Miauz, genau! Bock, Smock, Mock. Roman, Nock, Chan. Weil die haben immer noch nicht mehr Pokémon, Alter. Wieso kann ich Blättertanz nur auf mich selber machen?
Okay, wir sind nicht so krass irgendwie. Keine Para. Okay, nee, Lockjaw müssen wir auswechseln. Zwar gegen... Ben Illiber. Du bist unser krasser Dude hier. Und du machst wieder Nettertanz. Ich guck einfach mal, was das macht. Okay. Nein, der kann ja Flammenwurf. Ich fürchte für den Boss stellen wir das Team komplett um. Oder wir gehen nochmal zu Schwester Joy, aber den TP finde ich nie wieder. Oder wir benutzen einfach mal Heil-Items. Als ob der auch Donnerblitz kann. Egal, Siedewasser. Und Schlafbruder. Ja, Spacko Simon, Entwicklung. Oh, ich habe nicht mitgesungen. Naja, freut euch wahrscheinlich auch. So aus, als wären wir mal wieder ein Schuss in den Ofen. Mehr Beleber brauchen wir nicht. Also erstmal Tafelwasser für dich. Dann ein Trank für dich, ein Hypertrank für dich, was macht das? Und ein Marmoria Cracker für dich. Herr Präsident, Sie glauben doch nicht etwas, dass Sie mich täuschen können. Der Meisterball ist längst fertiggestellt, habe ich recht? Die Produktion eines Meisterballs ist aufwendiger, als Sie denken. Und jetzt, wo ich weiß, wer Sie wirklich sind, da will ich ihn auch gar nicht fertigstellen. Wie war das? Sie haben richtig gehört. Wir lassen uns nicht von einer Verbrecherbande erpressen. Meine Firma wird Ihnen auch nicht dabei helfen, eine Armee starker Pokémon zu erschaffen. Erst recht nicht, basierend auf irgendwelchen gestohlenen Forschungsergebnissen. Na, na, na. Na, na, na. Unsere Abmachung sah aber anders aus, Herr Präsident. Wenn Sie sich so dreist weigern,
ist es Ihnen bestimmt auch egal, wenn aus Ihrem lieben Mitarbeiter, was aus Ihren lieben Mitarbeitern wird, oder? Sian! Sian! Dein Popo ist also auch da, Herr Präsident. Ich dachte, Sie hätten Ihren Popo zu Hause gelassen, aber naja. Dann können Sie jetzt auch wieder blähen. So sieht man sich wie. Leider haben der Präsident und ich gerade ein paar geschäftliche Dinge zu regeln. Sendepause. Halt dich lieber aus den Angelegenheiten von Erwachsenen raus. Ansonsten wirst du eine Welt voller Schmerzen kennenlernen. Komm, der könnte doch jetzt wenigstens einen eigenen Sound. Blitze! Die kommen sonst nicht. Snobby Touch. Ja, ist klar. Mogeli. Fürs Mobilikat wechsle ich auf unseren Spacko. So, das macht sein Mogelhieb egal. Also klar, es macht jetzt ein bisschen Schaden da, aber bis. Mich wundert, dass der keine Attacke bei der Entwicklung erlernt hat. Ich hätte, glaube ich, ein bisschen tiefer in die TM-Box vor dem Kampf drücken. Ja, gucken sollen, greifen sollen. Trotzdem, der hat nur 3 Pokémon. Das ist jetzt, aber sein Snobilikat ist bis auf den Mogelhieb nicht wirklich stark. Ich meine, ich gehe das gerade falsch an, ne? Ja, also. Wir wollen ja ein bisschen Herausforderung, sonst habe ich natürlich mit einem sehr effektiven Pokémon gemacht. Ich weiß nämlich exakt, was gut gegen das ist. Rihorn! Yeah! Da wäre Spock und jemand jetzt zwar auch gut, aber ich habe dann auch noch meinen Liebling hier. Ben Ilber. Siedewasser, verdammte Kacke. Jetzt bist du fällig. Ich würde mal sagen, ganz klar. Noch Nidoqueen. Dann bleiben wir bei dir. Nidoqueen. Ach, Nidoqueen ist. Ist Nidoqueen Bodengift? Ich glaube schon. Ja, okay. Außer Psycho ist auch sehr effektiv gegen Gift. Wieso paralysiert so etwas? Das ergibt keinen Sinn, Game Freak. Was?
danke dir für deine Hilfe, mein liebes Kind. Bulli! Du hast ja recht. Dich darf ich natürlich nicht auslassen, mein kleiner Freund. Ich werde niemals vergessen, dass ihr unsere Notlange gerettet habt. Evo, die hat nichts gemacht, Opfer. Oh, ich will mich natürlich auch noch erkenntlich zeigen. Meisterball! Was da in den Händen hältst, findest du mit Sicherheit in keinem Laden. Das ist der streng geheime Prototyp unseres Meisterballs. Mit ihm fängst du garantiert jedes Pokémon. Wir haben allerdings nur dieses eine Exemplar fertiggestellt. Ich wäre dir also verbunden, wenn du den Meisterball unauffällig einsetzen könntest. Danke, dass du uns gerettet hast. Der Präsident und die Belegschaft sind dir zutiefst verbunden. Ja, bitte, bitte. Ich kann mich hier nicht teleportieren, oder? Der Skiller scheint begeistert. Okay, gut. Komm, denk, du kriegst. Hallo? Evo, Evo, Evo! Ja. Ist hier nicht einsetzbar. War klar. Ich glaube, jetzt geht's in die Arena. Ich könnte auch so eine einfache Heilung gebrauchen. Ich meine, wir haben so viel von der Silph Company ausgeräumt an Items. Eigentlich kann ich die kaum verstehen. Aber ich habe gesehen, man soll mehrere Meisterbälle bekommen. Der Boss von Team Rocket ist aus dem Gebäude der Silph Company geflogen. Ich hab's selbst gesehen. Ich glaube, ich habe mal gesehen, dass man hier was klauen kann. Genau. Ich war der Meinung, der regeneriert sich sogar. Also den kann man immer wieder klauen und verkaufen und klauen und verkaufen, klauen und verkaufen, klauen und verkaufen. Ich denke jetzt auch schon wie Team Rocket. Gott, ich schon verrückt. Ich würde sagen, wir beenden den Part. Ist zwar jetzt ein bisschen frühzeitig, aber naja. Haut rein, Leute. Bis dann. Ciao.